Normalerweise würde der Traktor hier Felder bearbeiten, jetzt hilft er beim Hochwasser. Seit 5 Tagen verwandelt sich die Ackerfläche östlich von Artern in eine immer größer werdende Überflutungsfläche. Das sogenannte Ried soll das Flüsschen Helme entlasten und die Orte Mönchspfüffel, Nikolausried, Heigendorf und Kalbsried vor dem Hochwasser schützen. Die Überflutungsfläche entstand, weil der Deich nördlich von Mönchspfüffel auf einer Länge von rund 50 Metern geöffnet wurde. Also die Flächen, die im Ried zur Verfügung stehen, sind 12 Quadratkilometer groß. Ne? Und durch Berechnung der Fachleute aus dem Land ist uns gesagt worden, auch dass dort mächtig viel aufgenommen werden kann. Ein Drittel der Wassermenge, die jetzt im Staubecken in Kelbra ist. Und da sind wir noch lange nicht an der Grenze. Doch entspannt ist die Lage nicht. Denn am Stausee Kelbra werden gerade große Mengen Wasser in die Helme abgegeben, um Platz für angekündigte Niederschläge und für Wassermengen, die vom Harz kommen, zu schaffen. Die Überflutungsfläche ist zwar groß, trotzdem kommt deren Wasser immer näher an die Ortschaft Nikolausried heran. Deshalb wurde heute ein kleinerer Damm abgetragen, sodass sich das Wasser besser verteilt. Und weiter südlich werden Zuläufe per Bagger vergrößert, damit die Wassermassen auch wieder ablaufen können. Wenn das Wasser nicht zurück in die Helme fließen könnte, dort wo es im Prinzip ja auch herkam, dann würde es sich im Ried aufstauen und würde wieder näher an die Ortschaften rankommen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen ergreifen wir hier diese Maßnahmen. Die Lage auf dem Reiterhof in Heigendorf hat sich seit gestern entspannt. Eine Pumpe hilft, den Wasserspiegel zu senken. Jetzt haben wir die ganze Fläche hier schon recht gut frei bekommen. Stündlich sind so mit 4 bis 5 Kubikmetern zu rechnen, was die Pumpe schafft. Wenn die Wassermengen nicht drastisch steigen, dann reichen die bisherigen Maßnahmen aus.